Hier ist der Stempeler. Also, sie hat gesagt, Vater hätte nach römischen Ziffern gesucht. Wir schauen mal, was das Gralstagebuch dazu spricht. Er sieht nichts, was mir jetzt weiterhelfen könnte. Wir schauen uns mal hier Plakette an. In Italienisch. Das sind recht sentimentale Bücher. Trotzdem bewegen sie mich. Galileo Galilei. Was haben wir hier? Darauf steht, gestiftet von Giorgio Lucasi. Ah ja. Ein italienisches Sprichwort. Eine Bücherei ohne Regale ist nur ein unordentlicher Stapel Bücher. Dann gehen wir hier mal rein in die Reihe. Hier gibt es ebenfalls noch was zu entdecken. Und zwar gibt es hier solche Buchreihen und da können wir sogar teilweise ein einzelnes Buch entdecken. Nehmen das mal an uns. Es heißt, so fliegt man einen Doppeldecker. Ja, das behalten wir natürlich mal. Vielleicht können wir das noch gebrauchen. Dad hat überall nach römischen Ziffern gesucht. Ja, und hier sehen wir römische Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hier ist eine Inschrift. Und hier steht, jemand hat Zahlen in den Stein gehauen. 2, 3, 9. Und dann haben wir hier noch eine Inschrift. Es sind drei Symbole eingehauen. 1, 4, 7. Doch, 7 war das. Und dann schauen wir hier nochmal. Das sieht irgendwie bekannt aus. Werfen wir doch einen Blick ins Gralstagebuch. Man beachte die Detailtreue in der Zeichnung des Schilds, des Teils darüber und der Engel. Der seltsame Text darunter hat anscheinend etwas mit römischen Ziffern zu tun. Willst du hinein, folge dem dritten von links. Ja, und hier sehen wir schon ein Schild und so weiter. Jetzt müssen wir mal schauen. Es sieht dem Bild im Tagebuch sehr ähnlich. Dann ist es nicht das, was wir suchen. Ich schaue nochmal, ob ich noch einen Wälzer finde, den wir gebrauchen können. Und was hier die Plaketten wiedergeben. Ich will ja keinen Let's-Durchrennen machen. Hatte eine tolle Idee zu meinen physikalischen Theorien, als mir hier ein Buch auf den Kopf fiel. Isaac Newton. Ach ja, ich liebe diese Bücher. Viel mehr als Leidenschaft und Sex. Mir fällt einfach kein Wort dazu ein. Plato. Ja, ich finde das schön, mit welcher Detailtreue das hier wirklich alles dargestellt wurde. Nette Stadt. Am besten gefiel mir ein Kaufmann, den ich hier traf. Ja, William Shakespeare. Und da schauen wir mal rein. Hier ist schon wieder so ein ominöses, es sticht einem direkt ins Auge und tatsächlich, es ist auch so ein Buch, was man nehmen kann. Das ist eine Biografie über Hitler. Ja, die können wir bestimmt auch noch gebrauchen. Und hier haben wir wieder ein Schild und nochmal hier ein Blick, das vielleicht. Also ich weiß es nicht, wie viele Bücher es gab, ob es zwei oder drei waren. Aber wir gucken mal weiter. Hier haben wir wieder ein Fenster. Es sieht dem Bild im Tagebuch sehr ähnlich, also ist es auch nicht unseres. Königreiche kommen und gehen, eine Bücherei ist unsterblich. Ptolemäus, Leiter der Bibliothek von Alexandria. Noch ein Sprichwort. Wer nach dem Buch lebt, stirbt im Bett. Was haben wir hier? Tolle Kochbücher. El Borgia. Den kenne ich jetzt nicht. Lukas? Keine Ahnung. Ah, hier ist wieder so eine Buchreihe. Und hier ist tatsächlich eins gewesen. Da. Es heißt Geheimnisse italienischer Katakomben. Na, das wird uns vielleicht auch noch weiterhelfen. So, was haben wir hier? Es sieht dem Bild im Tagebuch sehr ähnlich. Also, das ist auch nicht unseres. Schwamm immer schon gegen den Strom. Zeile 2. Zeile 2. Zeile 2. Was haben wir hier? Ein Bibliothekar aus Rom. Zeile 1. Schwamm immer gegen den Strom. Ich sehe nichts Besonderes. Das Personal entschuldigt sich für die verunstalteten Plaketten. Der entsprechende Mitarbeiter wurde entfernt. Okay. Hier liegt wieder was krumm und quer, aber das können wir nicht gebrauchen. Gehen wir mal weiter.
So, was haben wir hier? Es sieht genau wie das Bild im Tagebuch aus. Werfen wir nochmal einen Blick hinein. Das Tagebuch sagt: Willst du hinein, folge dem dritten von links. Gut, hier haben wir zwei Säulen. Steinlöwe. Der Löwe ist mir nicht, ist nicht sehr interessant, aber diese Inschrift erscheint mir wichtig. Ja, er will den dritten von links. Dann schauen wir mal auf der linken Säule in die Inschrift. Ich sehe ein paar Zahlen. 6, 2, 4. Das bedeutet, hier würde es hineingehen. Allerdings sehe ich nichts, was wir haben, womit wir das hier öffnen könnten. Schauen hier nochmal die Plaketten an. Tolle Bücherei, aber lausige Zimmerdecke. Michelangelo. Ja, wir brauchen irgendwas, womit wir hier diese Steinplatte öffnen könnten. Sie sollten besser die Bücher und nicht die Plaketten lesen. Und hier, warum eine Ente? Groucho um Marx. Und weiter geht die wilde Hatz. Auf der Suche nach. Ah, diesem hier, eine Absperrung. Wir nehmen auch gleich so einen Metallpfosten. Der wird uns gute Dienste erweisen. Wer den Film gesehen hat, ich finde die Szene legendär. In der Bibliothek mit dem Mann, der stempelt. Und was nun geschieht? Ja, es ist so geil. Der Film ist auch, finde ich, einer meiner Lieblingsfilme. Knack. Was war das für ein Krach? Sie da, bleiben Sie stehen. Oh, und wir verabschieden uns ganz schnell, bevor hier unser Freund in Braun noch auf eine dumme Idee kommt. Hier ist auch wieder eine Neuerung gegenüber Zack McCracken. Die Dungeons sind jetzt mehr so gestaltet. Also wir sehen das in einer Draufsicht. Und das finde ich doch viel entspannter als diese elende links und rechts durch die Tür, weil so, da ist zu, kann man sich das, finde ich, viel besser vorstellen. Woher jetzt natürlich das Licht nimmt, kann ich nicht sagen. Aber wir werden uns hier mal so durcharbeiten. Hier sind wohl Gräber. Hier ist eine Sackgasse. Oh, und hier ist ein Raum. Was sehen wir denn hier? Zwei Skelette und ein Haken. Den nehmen wir doch mal an uns. Ich schaue mir ja immer alles gern an. Das ist ein alter Piratenhaken. Dann gehen wir mal hier weiter. Gucken, wo wir hier hinkommen. Ob die Dungeons, sich verändern, wie jetzt bei Zack McCracken, weiß ich nicht. Beziehungsweise bei Zack McCracken waren die Dungeons ja fix, außer diese Zufallsdungeons. Wie sich das jetzt hier mit diesen verhält, kann ich jetzt absolut nicht sagen. Ich laufe jetzt einfach mal hier durch und irgendwann werden wir schon dahin kommen, wo wir hinwollen. Aber zum Beispiel hier ist eine Fackel. Ich kann sie nicht aus dem trockenen Schlamm ziehen. Ja, da haben wir aber doch hier eine Weinflasche. Und werden wir damit mal die Fackel etwas. Der Wein hat nicht gereicht. Na gut. Müssen wir wohl oder übel die Weinflasche nochmal füllen. Und hier ist eine Platte. Können wir die öffnen? Ich krieg sie nicht richtig in die Finger. Okay. Haben wir irgendwas, womit wir hebeln können? Vielleicht mit dem Haken. Das klappt nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Also die Platte hier, die wird wohl noch von Interesse sein irgendwann. Ich muss dazu sagen, das Spiel habe ich zuletzt gespielt. Da haben wir, glaube ich, noch 1900 vor der Jahreszahl gehabt. Also es ist auf keinen Fall ein Blind, also es ist ein halbes Blind, sage ich mal. Mal gucken. Nehmen wir jetzt auch hoch. Und was haben wir hier? Ah ja. Da geht's noch mal hoch.
Und hier ist wohl der Sarg, zu dem wir hin müssen. Gehen wir doch erstmal hier oben raus. Da können wir auch gleich unsere Weinflasche auffüllen, hoffe ich. Komm, Indy, bisschen schneller. Jawohl, hier ist ja so ein schöner Brunnen gewesen. Und wenn man in Venedig kein Wasser mehr kriegt, dann hat man wirklich ein Problem. Und wir benutzen die Weinflasche mit dem Brunnen. Nun ist die Flasche voller Wasser. Mal schauen, ob uns das weiterhilft. Wir steigen wieder hinab. Die Leute hier, die finden das auch überhaupt nicht schlimm. Der Fressack ist noch weiter hier hinten und die grünen Brocken fliegen weg. Und wir sind wieder hier. Also jetzt haben wir hier hinten auf jeden Fall eine Baustelle. Das Gitter müssen wir irgendwie aufkriegen. Und wir hatten hier diese ominöse Fackel. Gehen wir nochmal zurück. Ich hoffe, ich finde den Weg. Hier waren wir auch vorbeigekommen. Mit der Platte muss es auch noch was auf sich haben. Ich weiß nur nicht was. Aber der Reihe nach. Erstmal hier die Fackel gangbar machen. Vielleicht können wir da unser. Das hat den Schlamm gelöst. Na, dann nehmen wir mal die Fackel. Oh. Huch. Ha, Hauptsache der Hut kommt hinterher. Hoppla, die Weinflasche ist zerbrochen. Ach, solange es nur die Weinflasche ist, kommen wir drauf klar. So, jetzt sind wir eine Etage tiefer. Es scheint hier auch nicht mehr so. Ach, wir haben doch auch noch hier dieses Buch, Geheimnisse der Katakomben. Das können wir uns auch gleich mal reinlesen. Hier ist eine Leiter. Ich glaube, die führt, können es gleich mal ausprobieren, zu der Klappe oben. Wir schauen gerade mal das Kartenbuch. Das heißt Geheimnisse alter italienischer Katakomben. Tief unter der Stadt liegt der Weg zum Grab. Ah, das ist wohl der Hinweis, dem wir folgen müssen. Na gut, ja, da wäre ich jetzt auch selbst drauf gekommen. Gerade mal schauen. Ah ja, hier ist die Klappe und die geht nur von unten auf. Okay. Schauen wir hier mal wieder weiter. Ich glaube, hier war es. Ziehen wir mal die Fackel. Wir haben ja keine Weinflasche mehr, die kaputt gehen kann. Ja, Indy. Tschüss. Knack. So. Und da sind wir wieder unten. Ach, der Arme. Hätte ja irgendwie mit der Kordel was bauen können zum Hinabsteigen. So, hier waren wir, glaube ich, drin. Was haben wir denn hier? Ah ja, da kommt Wasser von oben. Gerade mal gucken, wo es hier hingeht. Eine Inschrift. Das sieht aus wie ein paar Inschriften. Einen Augenblick. Ja, wir warten ganz geduldig, Indy. Das kenne ich doch. Ja, es ist eine Beschreibung des Grals. Das Tagebuch meines Vaters hat recht. Entweder das Telegramm von Codirolli aus Italien oder das Tagebuch des byzantinischen Kaufmanns. Ist die richtige Beschreibung des Grals. Okay. Jetzt haben wir also das schon mal eingegrenzt, auch wenn ich der ganzen Sache nicht mehr so ganz folgen kann, was da nochmal war. Ich weiß nur, es gab wohl ein Telegramm, also zu dem Spiel gab es eine umfangreiche Ausstattung seiner Zeit, unter anderem auch eine Abschrift des Gral-Tagebuchs zum Lesen. Und da war von einem Telegramm die Rede oder von irgendeinem Menschen, der aber mit der Titanic dann nach New York fahren wollte, was dann natürlich in die Hose gegangen ist. Und er hatte auf jeden Fall Informationen zum Gral. Ob das sich jetzt auf diesen hier bezieht, weiß ich nicht. Wir schauen mal, hier oben ist ein Holzstöpsel und ich weiß noch, dass man hier den Haken hineinbringt und dann mit der Peitsche mal kräftig, naja, ein kurzer Jingle und jawohl. Wir hatten oben einen Raum, der war voller Wasser.
Ich glaube, das passt jetzt. Mehr gab es hier unten nicht. Das heißt, wir gehen wieder unsere Leiter hoch. Alles in allem sind die Dungeons halt doch logischer aufgebaut. Also gefällt mir gut. Und wir gehen mal hier hinter. Ich meine, der Raum müsste hier rechts irgendwo gewesen sein. Entweder der. Ja. Oh. Flatsch. Sackgasse, Sackgasse, Tunnel. Was ist in der Sackgasse? Kurz einen Blick rein riskieren. Ich sehe nichts Besonderes. Dann gehen wir mal in den Tunnel. So, hier haben wir auch noch... Ach ja. Das ist eine Maschine, nur was macht die? Sind wir mal gespannt. Ja, er erklärt uns nicht, was mit der Maschine ist, aber wir drehen mal das Rad. Und das Seil bewegt sich. Aber hier hinten passiert nichts mehr. Hier liegt auch eine rote Kordel oder ein Gummiband. Also man kann sich schon denken, was man braucht. Wir benutzen einfach mal die rote Kordel mit der Maschine. Und siehe da, wir haben einen neuen Keilriemen. Benutzen nochmal das Rad. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, es wird also eine Kette irgendwie herabgelassen. Schauen, inwieweit das noch von Interesse für uns ist. Wir haben noch weitere Tunnels hier. Ich gehe jetzt einfach mal rechts lang. Hier geht es nicht weiter. Hier wären wir hochgekommen, wenn wir links lang gegangen wären. Und hier... Ach, du ahnst es nicht. Hier geht es um die Ecke.